Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zum neuen FIFA-Video auf meinem Kanal und heute mit einem kleinen Pack-Opening. Das Team of the Week ist auch jetzt am Start seit gestern und ja, es sind eigentlich keine krassen Spieler, bis auf Ndidi, Mahrez und Havertz, aber sonst der Rest ist eigentlich relativ Müll, aber ich würde mich trotzdem über jeden einzelnen davon freuen. Falls ihr mehr Pack-Opening-Videos sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal gerne und ja, ich öffne meine Division Rivals Packs. Ich habe noch einen anderen Account mit viel, viel mehr Packs, aber erstmal meine Packs. Ich öffne die tauschbaren Packs natürlich wieder und let's go. Let's go. So, wir haben ein Jumbo Premium Goldspieler Pack und zwei Prime gemischte Spieler Sets. Let's go. Ah, komm schon. Irgendwas brauche ich jetzt. Den krassesten Spieler, den ich jetzt bis jetzt gezogen habe, war, glaube ich, Pjanic und der war leider untradable. Deswegen ein bisschen belastend. Und ich öffne jetzt, komm, das erste Pack mit der Nase. Komm, irgendwas muss jetzt in der Beginn. Ein Walkout, einen Walkout. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, let's go. Okay, ist kein Walkout. Ah, Suso. Okay, 82er. So, das nächste Prime gemischte Spieler Set. Let's go. Come on. Komm, gib mir einen Walkout, bitte. Einen Walkout. Okay, wieder kein Walkout, glaube ich. Ah ja. ZOM. Ah ja. Hernandez. Nee. Wahrscheinlich Hernandez. Rodriguez. Let's go. Let's go. Wahrscheinlich ändern das. 85er, der ist einiges wert, denke ich. Und bei ihr noch perfekt, den wollte ich eh kaufen. Alles klar, er ist einiges wert, er kostet unter 10k. Was haben die aus der Karte gemacht? So, jetzt haben wir noch das Jumbo Premium Goldspieler Pack. Ah, hoffentlich einen Walkout jetzt. Let's go. Komm schon, komm schon, komm schon. Let's go. Aha. Okay, ich glaube wieder kein Walkout, oder? Stürmer? Atletico? Morata. Ne, Costa. Nice. Immerhin Costa. Let's go. So, das wär's jetzt von meinen Packs. Ich würde jetzt den Account wechseln und dann die restlichen Packs ziehen. Also, wir haben jetzt den Account gewechselt. Wir haben 12 Packs am Start. Auf jeden Fall nochmal danke an Haze, ein Monster. Und dafür will ich ihm natürlich irgendeinen kranken Spieler ziehen. Okay, das sind richtig kranke Packs. Ich öffne erstmal hier die kleinen Packs. Prime Electrum Spieler Set. Let's go, das erste Pack. Come on. Wir brauchen jetzt die Walkouts. Komm. Let's go. Okay. Wer kann das sein? Inform, jawohl. Let's go. Wird vermutlich nur 10k oder so kosten, aber immerhin Inform. Let's go. Erstes Pack, Digga. Es läuft direkt. So, was haben wir noch? Okay, Korea ist vielleicht auch 1, 2k wert, aber komm schon direkt wieder Inform. Ich riech's. Ich riech's. Oh, nein! Digga. Okay, das war, ich bin lost. Ich war komplett irritiert von der Lampe, weil die violett geleuchtet hat. Digga, das, war's. Huch. Komm schon, noch ein Walkout, bitte. Okay, ist, glaube ich, wer ist das? Torwart? Skjelbred, oder? Nein. Nein, Jahrstein, okay. 83er wird vermutlich auch nicht viel kosten, aber immerhin. So, wir haben jetzt noch 9 Packs. Ich öffne jetzt erstmal ein Jumbo Premium Gold Pack. Let's go. Come on, come on, come on. Okay, ist lädt schon mal lange. Ah! Ah! Auch wieder nichts wert, glaube ich, aber immerhin einige Spieler. Bis jetzt war das Pack-Opening bis auf den Inform eigentlich nicht so nice, aber klar schon, wir öffnen jetzt das nächste Pack mit der Nase, das muss Glück bringen. Let's go. Komm. Wir brauchen noch was Gutes. Sonst darf ich nie wieder die Packs öffnen. Ah, Baumann, naja. Ah, wieder kein schwieriges Thema heute. Gefühlt haben wir auch schon die halbe Mannschaft von Hertha BSC gezogen. Ah, komm, wir brauchen noch was Gutes. Wir brauchen noch was Gutes. Wir brauchen einen Once to Watch. Schon wieder Suso. Es ist, Digga, immer dieselben Spieler. Ah. Digga, mein Packluck ist noch nicht am Start. Digga, mein Luck. Mein Packluck ist einfach nicht da. Es kann nicht sein. Komm, ein Walkout. Ein Walkout. Chile. ZM.
Ah ja. Ah ja. Vidal. Ich weiß nicht, was er kostet. Ich glaube auch unter 20k auf jeden Fall. Aber immerhin 84er. Okay, 10k für Vidal ist auf jeden Fall in Ordnung. So, der Rest ist auch vermutlich wieder nichts wert. Italien? Cellini? Ah! Acerbi. So, jetzt kommt das Mega-Pack. Let's go. Das letzte Pack für heute. Komm, das muss nochmal wirklich gut werden. Okay. Niederlande. ZTV. Ah, wer ist es? De Vlie. 84er wieder. Ja, ich weiß nicht, was er kosten würde. Vermutlich einer der teureren Innenverteidiger in der Serie A. Oh, Eder Militao. Okay, das sind nochmal 10k oder so. Für die kostet es auch nochmal 5k. Ah, aber allgemein ist das einfach viel zu wenig. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Wir haben jetzt heute leider nicht so viel krasse Spieler gezogen. Also 50, 60k könnte es schon gewesen sein. Aber auf jeden Fall danke, Haze Monster, dass ich deinen Account spielen durfte. Ich hoffe, du lässt mich jemals nochmal Packs ziehen für dich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Und Leute, das wär's mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.